Hallo zusammen und willkommen zu meinem Cara Delevingne Inspired Make-up Look aus dem Film Pan, der bald ins Kino kommt. Und zwar fange ich an, indem ich einfach meine Augenringe abdecke und das Ganze mit einem Pinsel einarbeite, damit eben nichts creased. Das Ganze tupfe ich dann einfach noch mit meinem Finger ein, um das zu setten. Im nächsten Schritt konturiere ich einfach nur mein Gesicht. Also ich habe mir ein Bild zum Vergleich hergenommen und habe eben die Schatten dort gesetzt, wo Cara Delevingne auch Schatten hat. Und bevor ich es vergesse, ich werde euch alle Produkte, die ich verwende, in der Infobox verlinken. Ich wollte das jetzt nicht extra in die Länge ziehen. Und wie ihr seht, habe ich eben bei meinen Wangenknochen den Schatten etwas nach vorne gezogen und auch bei meinem Kinn in der Mitte ein bisschen an Schatten gesetzt, genauso wie an den Schläfen. Und an der Stirn zwischen den Augenbrauen habe ich dann auch noch einen Schatten gesetzt. Als nächstes kommt auch schon die Nase dran und da habe ich eben an der Unterseite den Bronzer hingesetzt, um einen Schatten zu erzeugen. Das macht die Nase eben kürzer und lässt sie stupsiger erscheinen. An den Seiten habe ich dann auch noch etwas konturiert und dann eben noch an den Nasenflügeln, was dem Ganzen etwas mehr Dimension geben soll. Und genauso unter den Augen bei den Tränensäcken, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall lässt das die Leute jünger erscheinen, setze ich auch noch einen Schatten. Mit einer hellen Foundation highlighte ich einfach nur noch die restlichen Parts meines Gesichts, wo Highlighter nötig ist, und das Ganze wird anschließend noch gut verblendet. Jetzt kommen wir zu Caras Markenzeichen und was wird das wohl sein? Natürlich ihre Augenbrauen. Und zwar habe ich mir da die Augenbrauen mit so einem Mittel-Aschblond nachgezogen und zwar auf Teufel komm raus und habe versucht, das vorne etwas natürlicher aufzufächern und das Ganze dann mit einem Essence Brow Gel fixiert. Das Augen-Make-up habe ich eher natürlich gehalten und zwar trage ich da einen hellrosanen Ton auf mein bewegliches Augenlid auf. Und mit einem Mittelblond, das was ich auch für die Augenbrauen verwendet habe, damit intensiviere ich einfach meine Lidfalte. Und mit einem noch dunkleren Braun ziehe ich einfach diese Linie nochmal nach und zwar etwas präziser, damit einfach dieser Effekt mehr rauskommt. Das Ganze wird dann noch, wie ihr hier seht, in so einer V-Form aufgetragen. Dann verwende ich so einen hellen weißen Lidschatten, um meinen Braunbogen und dann auch noch meinen Augeninnenwinkel zu highlighten. Jetzt kommen wir zum Eyeliner, den ziehe ich einfach nur ganz normal nah am Wimpernkranz und mache keinen zu extremen Wing, einfach einen ganz normalen Eyeliner. Zum Schluss werden eben noch die Wimpern getuscht, also ich mache das immer zuerst unten, dann oben. Mit den Concealerresten auf meinem Pinsel versuche ich dann noch meine Lippen so wie ihre zu formen. Dann benutze ich einfach nur einen pinken Lipstain und trage den auf der unteren Lippe auf. Danach tupfe ich das einfach ein bisschen nach oben ein, weil ihre Oberlippe dünner ist als meine. Zum Abschluss setzt ihr euch einfach ein bisschen pinkes Blush auf die Apfelbäckchen und das war's dann auch schon. Das ist der fertige Make-up-Look. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ich bin schon so aufgeregt über diesen Film, weil ich ihn unbedingt sehen möchte. Ich liebe dieses ganze magische Zeug. Und dieses Video ist, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, ein Collab und zwar mit der lieben AlwaysXCaro. Und ihr Video werde ich euch hier verlinken. Und sie hat den passenden Look zu Tiger Lily gemacht, also dieser Indianerstammesprinzessin auch aus Pan. Und ich hoffe sehr, dass ihr auf dieses Video klickt, denn es ist sicher cool. Und ja, sonst sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!